Katholische Tradition antwortet. Fünf Schritte zu einer würdigen Beichte. Viele Gläubige tun sich schwer mit der heiligen Beichte und wissen oft nicht, was eine würdige Beichte ausmacht. In diesem Video werden die fünf grundlegenden Bedingungen für eine würdige und gültige Beichte erläutert. Diese sind die aufrichtige Gewissenserforschung, das Erwecken der Liebes- oder Angsttreue, der aufrichtige Vorsatz, die Sünde zu meiden, die Beichte aller Todsünden nach Art und Zahl, das zeitige Verrichten der auferlegten Buße. Vorbereitung auf die Beichte. Bevor man zur heiligen Beichte geht, sollte man sein Gewissen aufrichtig erforschen. Zuvor sollte man einige Zeit im Gebet verbringen und den Heiligen Geist um seinen Beistand bitten. Bei der Vorbereitung auf die heilige Beichte kann man einen sogenannten Beichtspiegel benutzen, der die wichtigsten Sünden gegen Gottes Gebote aufzählt. Bei der Beichtvorbereitung kann es hilfreich sein, sich Notizen zu machen und diese mit zur heiligen Beichte zu nehmen. Personen und Orte sollten nicht genannt werden, um die Anonymität der heiligen Beichte zu wahren. Um eine gültige Beichte abzulegen, müssen alle Todsünden nach Art und Zahl genannt werden. Wichtig zu nennen sind Details wie beispielsweise, ob man alleine oder mit anderen gesündigt hat. Die Reue. Um eine gültige Beichte abzulegen, ist die Reue unbedingt notwendig. Es gibt zwei Arten der Reue, mit der man das Beichtsakrament gültig empfangen kann. Die Liebesreue oder vollkommene Reue ist jene Reue über seine Sünden aus Liebe zu Gott. Die Erkenntnis, dass man gegen Gottes Gebote verstoßen, ihn beleidigt und dadurch gesündigt hat, führt zu Reue, Umkehr und Buße und schließlich zum aufrichtigen Sündenbekenntnis. Die Angstreue oder auch unvollkommene Reue wird in jenen Menschen durch die Angst vor der ewigen Verdammung inspiriert. Dieser Art der Reue liegen in erster Linie nicht die Liebe und Gottesfurcht zugrunde, sondern die Angst vor der gerechten Strafe und dem Zorn Gottes als Konsequenz für das Übertreten seiner Gebote. Vorsatz der Lebensbesserung und des Meidens der Sünde. Ein immer wieder übersehener, aber notwendiger Punkt für eine würdige und gültige Beichte ist der Vorsatz der Lebensbesserung und des Meidens der Sünde. Wer seine Sünden bereut, muss sich auch vornehmen, nicht mehr zu sündigen. Das heißt, man muss bereits mit der Gesinnung zur heiligen Beichte gehen, dass man die begangenen Sünden nicht mehr begehen will, wenn es sein muss, sogar Lebensgewohnheiten zu ändern und schlechte Bekanntschaften aufzugeben. Das Ablegen der Beichte. Wer sich genügend auf die heilige Beichte vorbereitet glaubt, geht zum Priester, um seine Sünden zu bekennen. Zu Beginn der Beichte spricht der Priester ein Gebet und macht das heilige Kreuzzeichen über den Sünder. Der Penitent beginnt nun seine Beichte mit dem Erwähnen, wann seine letzte Beichte war und ob er bereits die auferlegte Buße erfüllt hat. Darauf nennt der Sünder alle seine Todsünden nach Art und Zahl, die er seit seiner letzten heiligen Beichte begangen hat. Wer nicht genau weiß, wie oft er eine Sünde beging,
soll eine ehrliche Schätzung der Zahl sagen. Ungenaue Beschreibungen der Sünden und deren Anzahl führen zu einer unwürdigen Beichte. Wenn der Beichtvater den Eindruck hat, dass der Sünder keine genauen Angaben zu Art und Anzahl geben möchte, muss er die Beichte abbrechen. Umschreibungen der Verhältnisse, wie es zur Sünde kam, sollen gemacht werden, wenn Zweifel vorliegt oder die Schuldfähigkeit beeinträchtigt gewesen sein könnte. Sollte der Beichtvater Fragen haben, wird er diese stellen. Fragen dürfen aber auch vom Beichtkind gestellt werden. Geschichten und Neuigkeiten sowie die Namen von Orten und Personen sollen nicht genannt werden. Weiterhin soll unbedingt vermieden werden, den Beichtvater in Diskussionen jeglicher Art zu verwickeln. Wer Glaubensfragen hat oder der Wegweisung bedarf, soll einen Gesprächstermin mit dem Priester vereinbaren. Dem Priester ist es vorbehalten, die Lossprechung zu verweigern, wenn er nach der wiederholten Beichte von Gewohnheitssünden keine Besserung sieht. Dies soll den Penitenten dazu anregen, sich ernsthaft um eine Besserung des Lebenswandels zu mühen. Der Beichtvater muss die Lossprechung verweigern, wenn sich der Sünder weigert, sündhafte Gewohnheiten oder Lebensweisen aufzugeben oder wenn er den Eindruck hat, dass der Penitent weder Reue zeigt oder den Willen zur Lebensbesserung hat. Ist die Beichte vollzogen, so gibt der Priester einen Zuspruch und die Buße und spricht über den Penitenten die Worte der Lossprechung. Die überlieferte Form der heiligen Lossprechung in Latein und Deutsch. Miseriatur tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Dein mächtiger Gott erbarme sich deiner, erlasse dir die Sünden nach und führe dich zum ewigen Leben. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Amen. Nachlass, Vergebung und Verzeihung deiner Sünden gewähre dir der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Dominus noster Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate ipsius te absolvo, ab omnivinculo excommunicationis et interdicti, in quantum possum et tu indiges, de inde ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Unser Herr Jesus Christus spreche dich los, und in seiner Vollmacht spreche ich dich los von jeder Fessel der Exkommunikation und des Interdiktes, soweit meine Vollmacht reicht und du dessen bedarfst. Ferner spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Passio Domini Nostri Jesu Christi, merita Beata Maria Virginis, et omnium sanctorum quidquid bonifeceris, et mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum augmentum gratiae et premium vitae aeternae. Amen. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus, die Verdienste der heiligen Jungfrau Maria und aller Heiligen, alles Gute, was du je getan und alles Üble, was du je ertragen hast, diene dir zum Nachlass deiner Sünden, zur Vermehrung der Gnade und zum Lohn in der Ewigkeit. Amen. Die Verrichtung der auferlegten Buße. Nachdem die Beichte beendet ist, sollte man sofort oder zumindest so bald wie möglich die auferlegte Buße verrichten. Da durch diese Buße nicht alle zeitlichen Sündenstrafen getilgt werden, so ist es angeraten, stets die Werke der Barmherzigkeit im Geiste der Sühne für seine Sünden zu üben und fleißig die von der Kirche gewährten Ablässe zu gewinnen. Auch das andächtige Lesen der Heiligen Schrift, besonders der Evangelien, wirkt sich nachlassend auf zeitliche Strafen und Sünden aus.
Eine angemessene Danksagung und das Gebet für den Beichtvater sollte nicht unterlassen werden. Noch einmal zusammengefasst sind die fünf Schritte zu einer würdigen Beichte folgende. Schritt 1. Die aufrichtige Gewissenserforschung. Schritt 2. Das Erwecken der Liebes- oder zumindest der Angstreue. Schritt 3. Der aufrichtige Vorsatz, die Sünde zu meiden. Schritt 4. Die Beichte aller Todsünden nach Art und Zahl. Schritt 5. Das zeitige Verrichten der auferlegten Buße.